Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei der Andacht. Und wir haben gestern gesehen, einen älteren Mann im Lukas-Evangelium, Simeon, wie er sein Leben ausgerichtet hat auf Gott. Heute lesen wir nun weiter, wie der Heilige Geist an ihm und durch ihn gewirkt hat. Wir lesen dazu im Lukas-Evangelium Kapitel 2 ab Vers 26. Da heißt es, und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn, also den Messias, gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als er, die Eltern und das Kind, sie hineingebracht wurden, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, also sie brachten Jesus da hinein, dann nahm er das Kind auf seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Bis dahin ist eigentlich eine sehr sonderbare Begebenheit. Simon, noch im Teil des alten Bundes hier, Jesus war noch nicht gestorben, noch nicht auferstanden, und dieser alte Mann, er wird vom Heiligen Geist erfüllt, geleitet vom alten, vom Heiligen Geist her hingedrängt und tut hier doch Erstaunliches. Nun, das Erste, was hier sehr auffällig ist, woher wusste er eigentlich, welches Ehepaar und welches Baby und warum überhaupt ein Baby? Warum ist dieses Baby Jesus gewesen ist? Ich meine, wir wissen, dass es damals ja üblich war, dass nicht nur ein Ehepaar, sondern hunderte Ehepaare da waren im Tempel und dass sie da ihre Kinder eben darbrachten. Das war ja nicht so, dass da nur ein Baby war. Das ist die eine Frage. Und die andere ist, es waren ja ganz gewöhnliche Eltern, ja sogar arme Leute im Prinzip, weil sie bringen ein Opfer für arme Leute. Und es ist nur ein Baby, es ist kein erwachsener Mann, den ihr hier sieht, nein, es ist letztendlich nur ein Baby. Und er nimmt es und weiß in seinem Herzen, das ist der Messias und spricht über diesem Baby etwas aus, etwas Prophetisches. Er sagt, meine Augen haben den Retter gesehen, aller Völker, ein Licht für die Heiden. Nun, allein diese Erkenntnis, diese Offenbarung ist schon gewaltig, weil wir wissen, dass die Juden das für sich ja sehr exklusiv gesehen haben. Und die Heiden, ja, das waren doch die, die sowieso abgefallen waren. Sie sahen ja das Heil und den Retter und den Messias vor allem exklusiv für sich. Wir wissen, dass auch die erste Gemeinde so ihre Probleme hatte, das anzuerkennen, dass auch die Heiden gerettet werden sollen. Nun, wir wissen nicht, was die Umstehenden gedacht haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da einige gedacht haben, so, jetzt ist der Simon ganz verrückt, jetzt dreht er komplett durch, jetzt hebt er da ein Baby hoch in den Arm und sagt, schaut, das ist der Messias und dann redet er noch so wirres Zeug von wegen, das ist das Licht für die Völker, die Rettung der Nationen und so weiter, also doch ziemlich sonderbar das Ganze, aber die Bibel sagt, er sprach erfüllt vom Heiligen Geist und das macht den Unterschied. Wir müssen Folgendes sehen in die ganzen Bibel hindurch und ich denke auch in unserem Leben. Manchmal ist das, was Gott wirkt durch den Heiligen Geist spricht, auch in unser Leben hinein, durch das Wort Gottes, durch die Predigt, ist manchmal doch recht sonderbar. Auch prophetisch manchmal können wir das gar nicht richtig verstehen. Josef hatte überhaupt nicht verstanden, was die Träume bedeuten sollten. Ja, er hatte eine Ahnung und sein Vater legte das auch aus, aber keiner wollte das wahrhaben. Und später hat sich genau das erfüllt. Gideon, er sagt, ich bin der Kleinste und Jüngste und der Schwächste. Und der Engel kommt und sagt ihm, du bist ein großer Krieger. So, manchmal spricht Gott Dinge aus, die wir von unserem Verstand her, von unserer Logik her, ja komplett verneinen müssten. Genauso wie Simeon ein Baby hochhält und sagt, schau, das ist der Retter der Nation. Nun, für die Umstehenden hat das sicherlich recht sonderbar geklungen. Aber er hatte die Zusage vom Heiligen Geist. Das Erste ist, er hat die Zusage, ich werde den Retter sehen. Wie er das empfangen hat, und das ist wichtig, wissen wir gar nicht. Es war offenbar kein Engel, sondern etwas in seinem Herzen. Er hatte tiefe, tiefe Erkenntnis oder eine Sicherheit in seinem Herzen. Ich werde den Retter sehen. Und das ist
ganz oft auch in unserem Leben so. Es muss nicht immer ein Engel kommen oder ein spezielles Wort oder prophetisch was gesagt werden. Nein, oft redet Gott manchmal gar nicht laut, aber tief in unser Herz hinein. Und das Zweite ist, er lässt sich vom Heiligen Geist leiten. Auch das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir vom Heiligen Geist reden. Er will zu uns reden und gleichzeitig will er uns leiten. Hier heißt es, er wurde gedrängt oder er wurde auf den Antrieb des Heiligen Geistes hin gesandt, zum Tempel zu gehen. Nun, wie tut er das? Wieder in unserem Herzen. Manchmal kennen wir das, haben wir so Gedanken und die lassen uns nicht los, für jemanden zu beten, etwas für jemanden zu tun. Und ich möchte euch ermutigen, tut doch diese Glaubensschritte und ihr werdet sehen, genauso wie Simeon, wenn wir da im Glauben Schritte tun zum Herrn und für den Herrn, dann wird er auch sein Teil dazu wirken. Und das Dritte ist, er sieht von diesen vielen Ehepaaren, die da sind, er sieht genau den einen, nämlich Jesus, heraus. Gottes Stimme ist nicht immer laut, sondern manchmal ganz leise, auch in unserem Leben. Und dennoch ist sie klar hörbar. Jesus sagt einmal zu den Pharisäern, ihr habt Ohren, aber hört nicht. Ihr habt Augen, aber ihr seht nicht. So, ja, es geht um die inneren Ohren und Augen, nämlich die unseres Geistes. Und das ist ganz wichtig, dass wir da uns immer wieder ausrichten, auch in diesem neuen Jahr, dass wir uns ausrichten und sagen, ich will mich nicht so sehr ablenken lassen von meinem Verstand oder von meinen Gewohnheiten oder von religiösen Dingen, wie man es halt tut oder wie man es halt so gesetzlich sieht oder anderen Stimmen. Nein, ich will mein Inneres ausrichten auf den Herrn. Ich will mein Inneres ausrichten auf die Stimme des Heiligen Geistes. Der Buchstabe tötet, sagt die Bibel, aber der Geist macht lebendig. So, es geht auch nicht nur darum, irgendwas auswendig zu lernen, sondern es geht darum, in Gemeinschaft das Wort Gottes zu lesen. Am meisten redet Gott durch die Bibel, deswegen ist es so wichtig, dass wir sie lesen und dass wir auch unter dem Wort sind, unter der Predigt. Aber er redet auch durch Träume und Visionen, er redet zu unserem Herzen und er will uns leiten. Und ich glaube, das darf dieses Jahr so ein Jahr werden, wo wir das gerade auch in den Gemeinden wieder ganz verstärkt wahrnehmen und sehen und uns ausrichten, weil das letztendlich dazu führt, dass alle gesegnet werden. Am Ende ist Simeon gesegnet. Er freut sich und weiß, jetzt habe ich ihn gesehen, jetzt kann ich gehen, jetzt will ich bereit sein zum Sterben, weil er offenbar sehr alt war. Aber auch Maria und Josef werden gesegnet in diesem Zuspruch, der am Anfang ihrer Familienschaft, wie man vielleicht sagen mag, doch sehr häufig war. Die Hirten, die drei Weisen dann später, Simeon, wie wir sehen werden, auch Hanna. So, da sind ziemlich viele Zusagen, wo Gott diese junge Familie ermutigt und immer wieder neu anschiebt und ja, ihnen da auch Orientierung gibt, so wie es uns das Neue Testament auch sagt, was den neutestamentlichen prophetischen Dienst betrifft, nämlich einander zu ermutigen. Das wünsche ich uns für jeden von euch ganz persönlich, aber natürlich auch für jede Gemeinde an den Orten, wo ihr seid. Gott segne euch und wir sehen uns morgen wieder.